Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video und damit zur ersten Folge Wissenswertes mit Professor Dr. Mörnstein. Wenn ihr sowas in Zukunft nicht verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren und ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar und einen Like. Jurassic Park 1, 2, 3 und Jurassic World sind mal wieder auf Netflix gelandet seit ein paar Wochen und auch ich habe diese Chance genutzt, um mir die alle nochmal der Reihe nach reinzuziehen. Ich glaube, der ein oder andere von euch auch und da bin ich wieder einmal auf folgenden Punkt gestoßen. Und zwar den kranken Triceratops. Im Film wird es nicht klar, weshalb eigentlich dieser Triceratops krank ist. Man kann vermuten, es liegt an den Bären. Wieso, weshalb, warum? Weil Dr. Hardinger eigentlich auch gesagt hat, diese Tiere fressen die Bären nicht. Wird also nicht ganz klar, weshalb der Triceratops eigentlich krank ist. Wer das Buch gelesen hat oder das entsprechende Hörbuch sich dazu angehört hat, wird die Lösung schon kennen. Zunächst einmal bleibt mir aber zu sagen, dass es im Buch, im Hörbuch, sich nicht um einen Triceratops handelt, sondern um einen kranken Stegosaurus. Warum man das da jetzt ersetzt hat, dazu bleibt mir nur einige Vermutungen anzustellen. Ich habe dazu nichts Genaues gefunden. Ich glaube einfach, dass das Modell, also diese mechanische Figur, eines Stegosaurus vielleicht zu schwer herzustellen war oder schwerer als das des Triceratops. Vielleicht ist der Triceratops auch einfach der beliebtere oder berühmtere Saurier. Er hat auch im Buch eine höhere Rolle oder, sage ich mal, längere Buchzeit. Im Film wäre es ja Screen Time. Vielleicht hat man sich deshalb für den Triceratops entschieden. Oder schlussendlich war es vielleicht einfach nur Steven Spielbergs Lieblingssaurier. Weshalb auch dieser Satz von Alan in den Film kam, dass es sein Lieblingsdinosaurier als kleines Kind war und jetzt er feststellt, dass es das schönste Geschöpf auf Erden ist. Auf die Frage, ob es denn sein Lieblingssaurier sei, meinte Steven Spielberg im Interview mit Möhre Productions, ja Diggi, das stimmt, dieser Saurier ist voll der Hammer. Aber zurück zum Thema und dem kranken Triceratops, und zwar gibt es heutzutage, genau wie damals, nimmt man an, eben Tiere, die Steine mit ihrer Nahrung aufnehmen, um diese leichter zermahlen zu können. Darunter fallen Vögel, Krokodile oder Robben. Regie, kriege ich das richtige Bild? Danke. Oder Robben. Und genau das gleiche wird eben hier auch angenommen, dass der Triceratops unter die sogenannten Lithophagen, also die Steinfresser, fällt und er eben mit den Steinen, die er aufnimmt, auch gleichzeitig diese giftigen Bären aufgenommen hat. Die Steine werden dann quasi alle 6 Wochen ersetzt, wodurch er auch alle 6 Wochen an dieser Krankheit leidet. Hier dazu ein eindrucksvolles Bild, wie sich eine Horde Strauße über ein wildes Rudel Steine hermacht. Ja, so wird das heutzutage getan und ungefähr so muss das damals auch ausgesehen haben. Darüber hinaus hat man zum Beispiel bei diesem Plesiosaurus-Skelett im Bauchbereich sehr viele Steine gefunden, sogenannte Gastrolithen, also Magensteine. Ganz klar ist es noch nicht, warum welcher Saurier die Steine gefressen hat, denn es wird davon ausgegangen, dass Theropoden tatsächlich Steine schluckten, um ihre Mahlzeit verdauen zu können. Dagegen jedoch diese größeren Sauropoden zum Beispiel gar nicht so viele Steine hätten aufnehmen können und diese Steine dann eher als Mineraltablette verwendet haben. Was jetzt beim Triceratops der Fall war, ob er diese als sogenannte Magenmühle verwendet hat oder ja leider noch keine Apotheke hatte und deshalb die Steine als sogenannten Vitamintabletten schlucken musste, ist noch nicht ganz klar. In der folgenden Szene von Ellie Sattler sehen wir auch, wie sie eben unter diesen Beerenstrauch greift. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Im Film haben wir anstatt der ganzen Szene lediglich diesen Ausschnitt dazu. Natürlich neben der Stelle, wo sie dann eben im Dinosaurier-Code rumwühlt. Aber die Szene, die ich hiermit meinte, ist einfach, dass sie unter den Fliederbärenstrauch greift und dort, dachte ich immer, ein paar Bären aufhebt. Aber man hört auch so ein leichtes Klicken dabei und ich habe auch gelesen, dass sie dort eben ein paar Steine aufhebt, was damit schon die Lösung ein bisschen aufzeigen sollte, beziehungsweise die eigentliche Aufklärszene der Krankheit des Triceratops einleiten sollte, und zwar, dass eben dieser Steine schluckt. Genauso ist es eben auch im Buch, der Stegosaurus frisst Steine oder nimmt Steine auf und frisst damit diese Fliederbären. Deshalb ist der Triceratops im Film krank, beziehungsweise der Stegosaurus im Buch. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Vielleicht hat es dem einen oder anderen von euch, ja, ein wenig geholfen. Ihr habt ein wenig dazugelernt. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, dann
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Für mich war es das für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein!